So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Nach den letzten zwei Vorlesungen, wo Sie verschiedene Entwurfsverfahren für Regler diskutiert haben, werden wir jetzt diese Verfahren erweitern für spezielle Fälle. Also Sie haben Regelentwurf im Zeitbereich besprochen, Sie haben Regelentwurf im Frequenzbereich besprochen. Und normalerweise PID-Regler, Regler oder PD-Regler oder Lead-Lag-Kompensatoren, wie sie auch vorgestellt wurden, wie man also den Frequenzgang des Systems selbst durch den Regler modifizieren kann, um bestimmte Regelqualitäten zu erreichen. Und jetzt gibt es diese Methoden sind allgemein eigentlich für alle Systeme anwendbar, aber in speziellen Fällen muss man da Zusätze machen oder kann man spezielle Methoden verwenden. Und hier heute, was wir uns anschauen werden, ist die folgenden speziellen Arten von Systemen. Das sind Systeme mit nicht minimalphasigen Elementen, und nicht minimalphasige Elemente sind entweder Totzeit oder Nullstellen in der rechten Halbebene. Das sind also spezielle Fälle, und da gibt es spezielle Methoden, zum Beispiel diesen Totzeitkompensator, den wir da vorstellen werden, um die, ich würde sagen, den Reglerentwurf für solche Systeme zu erleichtern. Das andere Thema, das ich hier habe, 9.4 Anti-Wind-Up, bezieht sich speziell, wie man mit Beschränkungen umgehen soll. Was ich jetzt meine, Beschränkungen, Sie haben eine Stellgröße, sei es eine Spannungsquelle, sei es irgendeine pneumatische Quelle, um irgendein Ventil zu bewegen, dann sind diese Stellgrößen immer Beschränkungen unterworfen. Sie können also Spannung auf Null stellen oder bestimmten negativen Wert, bestimmten maximalen Wert. Und der Regler muss mit diesen Beschränkungen umgehen können, auch wenn also die Stellgröße auf diesen Beschränkungen liegt. Das haben wir bis jetzt in den Entwurfsverfahren überhaupt nicht angesprochen. Natürlich gibt es diese Beschränkungen in jedem praktischen System. 9.5 sind dann Erweiterungen der Regelstruktur, und das ist eigentlich der erste Schritt zu dem Thema, das wir dann nächste Woche anfangen, nämlich dass wir mehr als nur eine Eingangsgröße und eine Ausgangsgröße beim Regelentwurf berücksichtigen. Und im Störgrößenaufschaltung nehmen wir also an, dass wir zum Beispiel eine Störgröße messen können, unabhängig von der Regelgröße, und dass wir das im Regelentwurf berücksichtigen. Im 9.6 berücksichtigen wir, dass wir eine andere zusätzliche Messgröße haben und durch diese zusätzliche Messgröße dann die Qualität der Regelung gesamthaft verbessern können. Also das sind die Ziele für heute, das heißt eine Reihe von Themen, die Entwurfsverfahren, die Sie in letzte Woche und vorletzte Woche gehört haben, ergänzen. Zuerst einmal ein weiteres Maß, Regelgüte zu bestimmen. Sie haben im Zeitbereich verschiedene, bei der Sprungantwort zum Beispiel die Anstiegszeit, die Ausregelzeit, Überschüsse und so weiter. Das waren Maße, um Regelgüte zu bewerten. Und natürlich, wenn man verschiedene Verfahren anschaut, dann will man diese Maße herbeiziehen, um dann Vergleiche anzustellen. Ein Maß, das sehr oft verwendet wird, um eine Regel zu bewerten, und die Bandbreite ist ein Maß im Frequenzbereich, und wir können sie anschauen für zwei verschiedene Übertragungsfunktionen, die ich hier wieder erwähne, die ich schon vor einigen Wochen eingeführt habe, nämlich die Übertragungsfunktion erstens die Sensitivität. Was ist die Sensitivität hier? Also Sensitivity ist und die Complementary Sensitivity. Und die Complementary Sensitivity T ist jetzt hier definiert
T ist definiert als Übertragungsfunktion zwischen dem Eingang R, also dem Sollwert, und dem Ausgang Y der geregelten Größe. Diese Übertragungsfunktion nennt man komplementäre Sensitivität. Und natürlich nach unseren Standardregeln für Blockdiagramme sehen wir, dass das Kg über 1 plus Kg ist. Also das ist eine Übertragungsfunktion. Und die andere Übertragungsfunktion, die wir uns anschauen können, ist die Übertragungsfunktion zwischen R als Eingang und, wenn wir diese Größe als E bezeichnen, manchmal bezeichnen wir es minus E, nicht so genau. Also R und E, diese Übertragungsfunktion, das heißt die Übertragungsfunktion. Und das macht natürlich Sinn, wir haben eine Änderung im Sollwert und wir möchten anschauen, wie viel das Fehler ist, wie weit die Regelgröße von diesem Sollwert abweicht. Und wiederum können wir vom Blockdiagramm Algebra sehr leicht ausrechnen, dass hier der Vorwärtspfad ist 1 und dann 1 minus Rückführung ist 1 plus Kg, und diese Übertragungsfunktion nennen wir Sensitivität, S. Und jetzt gilt trivial, wenn Sie S und T anschauen, dass S und T auf 1, also sich ergänzen auf 1, und normalerweise, was wir wollen, ideal, ist, dass die Übertragungsfunktion T in etwa 1 ist, das heißt, dass der Zusammenhang zwischen Ausgang und Sollwert perfekt ist. Dass also, wenn wir den Sollwert ändern, y gleich r ist, das wäre das Idealbild, t ungefähr 1 und s auf der anderen Seite ungefähr 0. Das heißt, Sensitivität, wenn vom Eingang zum Fehler 0, müssen sich ergänzen auf 1, daher muss sich s auf 0 ergeben. Jetzt werden wir gleich sehen am Beispiel, und wenn Sie irgendwas zeichnen, dass Sie nie S und T gleich 1, S gleich 0 und T gleich 1 haben können, sondern höchstens das über verschiedene Frequenzbereiche, über einen Frequenzbereich eins oder das andere klein oder groß machen können. Und was wir uns anschauen wollen, ist den Frequenzbereich. Wir wollen aufgrund dieser Funktionen S und T einen Frequenzbereich ableiten, über den die Regelung funktioniert oder, wie hier gesagt, effektiv ist. Jetzt, wie schauen diese Übertragungsfunktionen S und T im Frequenzbereich aus? Und Sie haben jetzt hier auf diesem Diagramm drei, also Bodeplots, gezeichnet. Zuerst einmal L, und L haben wir nicht definiert auf der letzten Seite, aber L ist gleich der Loop Gain, das heißt L ist gleich Kg. Das ist einfach die offene Übertragungsfunktion, der offene Regelkreis, sowohl Regler als auch Strecke, also K und G. Das ist jetzt der offene Regelkreis. Was wir dann nach der Formel einfach zeichnen können, nachdem wir Kg haben, ist erstens die komplementäre Sensitivität. Das war L, Kg, über 1 plus Kg, also L über 1 plus L. Das können wir zeichnen, und das L über 1 plus L, das ist diese Übertragungsfunktion, ich werde es jetzt in einer anderen Farbe machen, hier gelb hier, das wäre jetzt diese Übertragungsfunktion T, dass wir es hier in diesem kritischen Bereich nicht verwechseln. Und dann kann ich genauso auch die Funktion S ausrechnen, S ist 1 über 1 plus L, und wiederum kann ich das ausrechnen hier. Das wäre also die Funktion S. Jetzt wollen wir das Folgende beobachten über diese Funktionen. Zuerst einmal sehen wir, dass T S, sagen wir, wir werden das Erste, was wir uns anschauen werden, ist das Verhalten hier für sehr hohe Frequenzen. Jetzt können Sie sich vorstellen, für hohe Frequenzen, was wird passieren mit dem System und dem Regler?
Normalerweise sind alle, oder normalerweise, es sind alle physikalischen Systeme, sind in gewissem Sinn Low-Pass-Systeme, das heißt Niedrig-Pass-Systeme. Das heißt, für hohe Frequenzen geht nichts durch das System durch. Wo was hoch ist, hängt natürlich von Frequenz ab. Das heißt, L geht gegen 0 hier für hohe Frequenzen. Und wenn jetzt L gegen 0 geht, dann können Sie gleich ausrechnen, von der Formel muss S gegen 0, Entschuldigung, S gegen 1 gehen und T gegen 0. Das heißt, dass der Fehler genauso groß wie der Sollwert ist. Das heißt, der Regler macht nichts. Okay? Oder genauso, wenn T gleich 0 ist, dann heißt das, dass Y sich überhaupt nicht verändern wird, wenn wir R verändern, für hohe Frequenzen macht Sinn. Das heißt, für hohe Frequenzen macht dieses Verhalten Sinn. Jetzt, was ist mit niedrigen Frequenzen? Mit niedrigen Frequenzen können wir sagen, wenn Sie zum Beispiel einen PI-Regler hätten, für niedrige Frequenzen wird der Gain oder wird die Verstärkung unendlich, wegen des Integrators vom PI-Regler. Das heißt, hier dieses L hier, wenn wir jetzt wieder bei der Frequenz hier anschauen, das L ist hier irgendwo hier oben, ist sehr groß. Wenn das L sehr groß ist, ergibt sich wiederum, dass das S sehr klein ist und das T ungefähr 1. Wiederum, das ist genau, was wir wollen. Das heißt, für niedrige Frequenzen, wir haben perfekten Zusammenhang zwischen Sollwert und Ausgang. T ist gleich 1. Das heißt, dass diese Bereich hier. Auf der anderen Seite haben wir perfekte Regelung, dass E 0 ist für ein langsam sich veränderndes R. Also dieses Verhalten von S und T im niedrigen Frequenzbereich, im hohen Frequenzbereich ist, wie wir es erwarten würden, für jeden irgendwie vernünftigen Regler. Was jetzt die Frage ist, wie schaut es im mittleren Bereich aus? Erstens, wo ist dieser mittlere Bereich? Ist der bei 0,01 Hertz oder ist der bei 100 Hertz? Wo ist dieser mittlere Bereich? Wo ist dieser Frequenzbereich, wo es schlecht wird? Weil für hohe Frequenzen ist schlecht, für niedrige Frequenzen ist gut. Wo ist dieser mittlere Bereich? Und zweitens, wie schaut es genau aus? Was ich jetzt meine, wie schaut es genau aus, wenn Sie sich konzentrieren auf diesen Bereich hier, dann sehen Sie, das ist sehr ungünstig. Ungünstig in welchem Sinne? Dass eigentlich in dem Bereich die Fehler verstärkt werden. Das heißt, die Übertragungsfunktion zum Beispiel von S ist größer als 1. Das heißt, E über R, das heißt, der Fehler ist größer als der Sollwert. Also das ist eine sehr ein schlechter Bereich, wo die Regelung sehr schlecht ist, wo also gewissermaßen der Regelkreis das Verhalten des Systems, das schlechte Verhalten des Systems verstärkt und noch schlechter macht. Das heißt, man will natürlich diesen Peak hier, wie er hier eingezeichnet ist bei S und T, will man klein halten, aber Sie werden besonders in Regelsysteme 2 in der Vorlesung hören, dass es für verschiedene Systeme nicht möglich ist, diesen Peak klein zu halten. Dass das vom System abhängt und man beschränkt ist, wie klein dieser Peak sein kann. Aber natürlich wollen wir euch bei dem Peak klein halten. Das ist also allgemein zum Verständnis der Wirkung der Regelung auf den Frequenzgang. Und jetzt, wie gesagt, können wir aufgrund dieser Frequenzgänge, und ich lösche jetzt das alles aus, können wir bestimmen Bandbreiten, wie es heißt. Das heißt, aufgrund derer wir bestimmen oder messen die Güte der Regelung. Und die Bandbreite wird gemessen, wann eine dieser Funktionen ungefähr 1 ist, also sagen wir 0,9 oder etwas in der Gegend. Und das ist dann abhängig vom Autor, was als genau als Grenze genommen wird. Aber es sind hier drei Punkte angegeben, nämlich einerseits dieses Omega BW und das
bezieht sich auf die Funktion t. Wenn also diese Funktion t kleiner als 1 wird, wir wissen, für kleine Frequenzen ist es 1, für große Frequenzen dann wird es kleiner als 1, oder dass wir überhaupt nur den Loop Gain anschauen, also die Open Loop Transfer Function, das wäre die Bandbreite definiert auf Omega c, das ist die Crossover Frequency, also wenn der Loop Gain etwa 1 ist, und als drittes Omega b definiert über s, wenn das S zuerst mal in die Nähe von 1 kommt. Also es gibt drei Möglichkeiten, diese Bandbreite zu definieren. Wir werden dann sehen, was vernünftig ist und nicht vernünftig. Und man kann zeigen, dass für Systeme, wo der Phase Margin kleiner als 90 Grad ist, das würde heißen, das sollten Sie wissen, also wo ich jetzt diesen Punkt 1 habe, wo die Übertragungsfunktion 1, in dem Punkt sollte die Phasenverzögerung sollte die Phasenverzögerung größer als 90 Grad sein. Das heißt, der Phase Margin kleiner als 90 Grad. Wenn diese Bedingung gegeben ist, und das ist, ich würde sagen, für alle vernünftigen Regler ist das der Fall, dann haben wir die folgende Ungleichung, die wichtig ist, die diese Bandbreitendefinitionen vergleicht, nämlich das kleinste ist die Definition aufgrund von S, dann ist einfach der Loop Gain, Crossover Frequency, und das dritte ist dann die Bandbreite definiert auf der Basis von T. Normalerweise, was vernünftig ist, das heißt aber nicht, dass es von allen Autoren so benutzt wird, ist das die vernünftige Definition der Bandbreite. Das heißt, wie weit ist der Fehler, über welchen Frequenzbereich ist der Fehler oder die Fehlerübertragungsfunktion kleiner als 1? Dann wird der Fehler noch verstärkt und dann wird der Fehler 1. Wenn Sie die Funktion S anschauen, aber das Omega B, das heißt nicht, dass es überall so definiert oder benutzt wird, aber Omega B ist vernünftig. Und wenn man es aber einfach rechnen will, nimmt man auch Omega C als optimistisch, ist normalerweise nicht nützlich. Okay? Man kann das definieren und Leute verwenden es auch, aber es ist nicht nützlich und wir werden Beispiele in einem Moment sehen. Ein Beispiel wäre das folgende, ganz einfach, weil diese Bandbreite ist ja definiert aufgrund der Größe, also dem Absolutwert. Sie könnten jetzt Omega bei W gleich 1 haben, das heißt, dieses T hier könnte, sagen wir, könnte ganz flach sein, könnte 1 sein. Was würde das bedeuten? Würde das unbedingt bedeuten, dass die Regelgüte gut ist oder nicht? Was, wenn T gleich 1 ist, können Sie aus dem schließen, also wie ich es ideal hier gezeichnet habe, können Sie aus dem schließen, nur T anschauen, dass T gleich 1 eine gute Regelung ist oder nicht? T, ich erinnere sich, ist die Übertragungsfunktion zwischen Y und R. Heißt das, dass die Regelung gut ist? Ja. Nein. Das ist auch eine gute Frage. Warum ist das nicht wahr? Der kleine Änderung ist, ja. Genau. Das ist die Sache. Wenn t Absolutwert gleich 1 ist, ich hätte das genauer ausdrücken sollen, aber hier ist es natürlich gezeichnet, t Absolutwert gleich 1, heißt nicht, dass t Absolutwert plus s Absolutwert gleich 1 ist natürlich, sondern nur t plus s gleich 1 ist. Und in dem Fall kann es vorkommen, dass zwar die Übertragungsfunktion der Größe her 1 ist, dass wir also einen Sinus hineinschicken, den gleichen Sinus herauskommen, aber der Sinus total phasenverschoben ist und daher der Fehler praktisch 2 sein kann in dem Fall. Ja. Und daher ist das T gleich 1 Absolutwert nicht nützlich im Allgemeinen, weil es nichts über den Fehler aussagt. S sagt über den Fehler aus, S ist die Übertragungsfunktion zum Fehler direkt. Ja. Gut, jetzt ein kurzes, aber sehr wichtiges Argument, inwieweit nicht minimalphasige Elemente die erreichbare Bandbreite beschränken
unabhängig vom Regler. Jetzt, warum betone ich das? Sie bekommen eine Aufgabe, einen Regler zu entwerfen für ein bestimmtes System, das Ihnen gegeben ist, als Modell oder als praktisches System. Sie können jetzt darauf verschiedene Regelverfahren anwenden, die Sie gelernt haben, die Sie noch lernen werden, und vergleichen. Das Unbefriedigende ist, wie bei jeder Entwurfsaufgabe, dass Sie nie wissen, wie weit Sie noch weg sind von dem Besten, das Sie erreichen können. Sie nehmen einen Regler, geht so, der andere geht besser, der dritte ist jetzt noch besser. Wie lang sollen Sie suchen, bis Sie glauben, dass Sie die Aufgabe gelöst haben? Daher ist es sehr wichtig, von Anfang an zu sagen, für dieses System, so wie es ist, das Beste, was ich machen kann, ist ungefähr das. Wenn ich einen Regler finde, der das gibt, egal ob das jetzt PI-Regler oder irgendwas Kompliziertes ist, das ist das, was ich, mit dem ich aufhören kann, zu suchen. Und das ist immer für jede Entwurfsaufgabe, egal ob Regelung oder irgendwas anderes, ist das sehr wichtig. Das ist genauso, wenn Sie von der Thermodynamik sich erinnern, die Maschinenbauer würden das, Sie haben einen Carnot-Wirkungsgrad für Arbeitsgewinnung von Wärme. Carnot wirklich das Beste, was Sie machen können. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendeine Maschine entwickeln, die dem nahe kommt, können Sie aufhören. Das ist das Beste. Sie brauchen nicht noch andere Maschinen suchen. Sie können die Maschine vergleichen gegenüber einem absoluten Grenzwert, ohne dass der Grenzwert auf irgendeiner bestimmten Maschine beruht. Genauso wie hier. Sie können einen Grenzwert setzen, ohne dass der Grenzwert auf einem bestimmten Regler oder Regelungsentwurfverfahren basiert. Und das ist in allen Entwurfsaufgaben, die Sie haben, egal jenseits den zweiten, die ich Ihnen jetzt genannt habe, ist es ein sehr wichtiges Element. Jetzt, was wir uns anschauen, hier ist die Totzeitglied, das heißt E hoch minus S Lambda hier. Und was gezeichnet hier ist der Phasengang des Totzeitgliedes. Und wir sehen da hier zum Beispiel auf die Phase, auf die sie sich bezieht. Sie wissen fürs Totzeit natürlich, die Amplitude ist 1. Die Phase hier, wir schauen uns an, 270 Grad Phase, und wir schauen uns dann hier an, was ist die Amplitude. Und die Amplitude hier, das ist gezeichnet, diese Achse ist skaliert, das ist Omega L hier. Diese Amplitude hier ist 4,7. Jetzt, warum schauen wir diese Frequenz an oder diese Phasenverzögerung? Sie wissen vom einfachen Nyquist-Kriterium, wenn es die Kurve herumgeht, dass wenn Sie minus Pi haben, also die Phasenverzögerung vom Nyquist-Diagramm, wenn es minus Pi haben, da ist der Punkt minus 1, wenn Sie also minus Pi haben, muss die Phasenverzögerung, also wenn die Amplitude minus B ist, muss die Verstärkung kleiner als 1 sein. Und das heißt jetzt, wenn Sie den Loop Gain anschauen, der Loop Gain muss also an diesem Punkt muss er kleiner als 1 sein. Wie kommen wir zu dem Punkt, dass das minus 180 Phasenverzögerung, wenn ich jetzt irgendein Lead-Element anwende, um diese Phasenverzögerung zu reduzieren? Wie Sie gehört haben, wird es sehr schwierig sein, Lead-Elemente zu konstruieren, anzuwenden, die mehr als 90 Grad Phasenvorschub ergeben, weil sie dann Verstärkung von Messrauschen und so weiter bekommen. Also in ungefähr, wenn Sie auf minus 270 das System, dann verwenden Sie Lead, gibt Ihnen minus 90, gibt Ihnen dann 180 Grad. Das heißt, das ist in ungefähr die Bandbreite, definiert auf dem Loop Gain, die Sie bekommen können. Das heißt also, praktische Regler, egal welches Detail, einfach von diesem Phasenargument her, Omega C, okay, diese Crossover Frequency wird und 4,7, 4, 5, das ist nicht so genau, aber ungefähr 4 über Lambda.
Okay. Das heißt, von dieser einfachen Betrachtung können Sie sagen, dass wenn ich eine Totzeit habe, einer bestimmten Größe, dann wird mir meine Bandbreite limitiert sein, ungefähr in dieser Weise. Ja, das könnte jetzt 5 sein, 3,5, nicht so genau, aber in dieser Größenordnung. Und es ist ganz egal, was für ein Reglerverfahren Sie verwenden, es wird immer in dem Bereich liegen und es wird nicht möglich sein, dass Sie sagen, die Bandbreite ist jetzt 10 über Lambda. Okay? Weil dann wird das Messrauschen hineinkommen in jeden praktischen System. Sie bekommen daher sofort einen Anhaltswert, wie gut die Regelung sein kann für ein System mit zum Beispiel einer Totzeit oder einem anderen System mit dieser ähnlichen Phasenverzögerung. Also das ist jetzt einmal die erste Faustregel sozusagen. Und jetzt können wir das Gleiche auch machen für die Betrachtung einer Nullstelle in der rechten Halbebene. Und um diese Beziehung herzuleiten für die Nullstelle, verwenden wir ganz einfache Argumente. Wir nehmen also diese Totzeit hier, wie ich sie gerade früher analysiert habe. Wir schreiben sie in dieser trivialen Weise als Bruch an. E hoch minus s lambda halbe über e hoch plus lambda halbe s. Und als nächsten Schritt machen wir dann eine Taylor-Reihen-Erweiterung im Zähler und im Nenner. Und ich sage jetzt nicht, dass das jetzt eine Plausibilitätsbetrachtung, um die Pade-Approximation zu bekommen. Man kann das nach gewissen Optimierungsverfahren herleiten, warum das eine gute Approximation ist. Aber das ist, was herauskommt, ist genau dieses Ergebnis. Das heißt also, ich kann diesen Totzeit durch eine rationale Funktion dieser Art approximieren. Und Sie sehen die Approximation, die Qualität der Approximation sehen Sie hier in der Abbildung. Also rot gestrichelt ist die Approximation. Und Sie sehen also, je höher, das heißt je mehr Glieder ich in dieser Taylor-Reihe verwende, desto größer wird der Frequenzbereich. Sie sehen hier, also bis zu dem Frequenzbereich passt das ausgezeichnet, dann weitert es ab. Wenn ich mehr Glieder verwende, passt es besser. Das heißt, ich kann das anpassen, wie gut ich es haben will, über welchen Frequenzbereich. Also das ist wiederum, wenn Sie eine Approximation machen, Approximation nach welchem Maß. Hier schauen wir an, wie gut passt es im Frequenzbereich. Und das ist genau, was wir für Regelung brauchen. Es passt gut im niedrigen Frequenzbereich, im hohen passt nicht, aber meistens interessiert uns das sowieso nicht, weil der Regler ja nur für den niedrigen Frequenzbereich ausgelegt ist. Und da können wir jetzt ablesen, also statt diesem L halbe können wir die Allpass-Funktion definieren, wie es hier ist. Das heißt also, eine Funktion, die eine Nullstelle in der rechten Halbebene hat, aber die Amplitude 1 ist, die Verstärkung 1 ist für alle Frequenzen, gleich wie die Totzeit, das wäre also diese Allpass-Funktion. Und wenn wir jetzt das T mit dem Lambda halbe vergleichen, also T und Lambda halbe von vorher und dann einfach die Beziehung und den Satz von vorher anwenden, dann können wir sehen, statt dem Lambda halbe hier T setzen, dann sehen wir, dass für Systeme mit einer Nullstelle bei 1 über T die Bandbreite in dieser Weise beschränkt ist. Das heißt also, Systeme mit nicht minimalphasigem Verhalten, das heißt Systeme, die entweder eine Totzeit enthalten oder eine Nullstelle in der rechten Halbebene, für diese Systeme ist die Bandbreite, die sie erreichen können, ganz egal mit welchem Regler, durch dieses Verhalten Totzeit oder Nullstelle in der rechten Halbebene limitiert. Und das ist eine ganz wichtige Einsicht. Konstruieren am Papier und simulieren können Sie was anderes, aber in Praxis das ist, was sich ergibt. Das heißt in diesem Fall, wir werden sehen an Beispielen, Sie können es auch theoretisch kaum an diese Schranke heranbringen. So, gibt es dazu Fragen? Aber es ist ein ganz wichtiges Konzept, nämlich das Konzept,
zu identifizieren, was im System selbst ihre Regelqualität beschränkt, unabhängig, was für ein Regler sie verwenden. Das heißt, sie kriegen eine Aufgabe, sie sollen das, die lösen, sie sollen die Bandbreite so groß machen, sie können die Aufgabe gleich zurückgehen und sagen, unmöglich, ohne dass sie irgendwas ausprobieren. Das ist die Wichtigkeit dieses Resultats. So, jetzt gibt es spezielle Systeme, Totzeitkompensator wie hier. Was macht der Totzeitkompensator? Ich habe gesagt, Totzeit limitiert die Qualität, die sie erreichen können. Totzeitkompensator ist eine Methode, an diesen Grenzwert nahe herankommen können. Ein Regelentwurf, wie sie den Regler so auslegen können, dass sie nahe an den Grenzwert beschränkt, wie gut es ist, aber dass sie nahe herankommen können. Jetzt, was schauen wir uns an? Wir schauen uns an dieses dieses System hier, und dieses System haben wir auseinandergenommen, Totzeit mal G von S, und G von S hat keine Totzeit. Okay? Also das haben wir einfach faktorisiert in diese zwei Arten. Und dann dieser Smith Compensator oder Smith Totzeit Kompensator schaut aus, wie ich es hier gezeichnet habe. Also es gibt so eine Rückführung darunter, und wir wollen jetzt kurz anschauen, was diese Rückführung macht. Ne? Dieser Block mit dieser Rückführung um das D herum gibt Ihnen dann Kompensator D'. Also D hier wäre der normal ausgelegte Regler, und dann haben wir diese Korrektur. Jetzt, was macht diese Korrektur? Wir können uns anschauen, zuerst einmal hier, wenn der Pfad, wir haben also da zwei Pfade, wir haben das E hoch minus L, das geht zu diesem Punkt hier, also das ist der blaue Pfad, und dann können wir noch schauen, den roten Pfad, der also auf dem gleichen Punkt geht, natürlich vom gleichen da hier durch. Ne? Und wenn Sie jetzt dem Rot, das führt ja da zusammen zu dieser Summe, wenn Sie diesen blauen Pfad und den roten zusammenzählen, genau wie ich es hier gemacht habe, dann sehen Sie, dass dieses Element sich kürzt. Das haben Sie E hoch minus L, da ist ein Minus, und dann geht es zurück, Minus, Minus, ein Plus, das hebt sich auf. Das heißt, blauer Pfad plus roter Pfad zusammen, okay, gibt Ihnen als Resultat nur G. Okay? Also das kürzt sich aus, das heißt, was übrig bleibt, ist nur dieses G. Okay? Das heißt, formal, wenn Sie diesen Kreis anschauen, haben wir die Totzeit entfernt. Von der Sicht des Reglers her, von der Sicht von D von S, der Regler, er schickt ein Signal aus, das kommt aus D heraus, okay, schaut, was wieder zurückkommt. Was zurückkommt, hat keine Totzeit. Es ist kompensiert. Das ist die Idee des Smith. Das heißt, im Prinzip, den Regler D können Sie auslegen, in erster Approximation, wie wenn die Totzeit nicht dort wäre. Weil für den Regler ist nur das G sichtbar ohne die Totzeit. Aber das heißt nicht, dass Sie die Totzeit total aus dem System entfernt haben, wie wir sehen werden. Aber aus der Sicht des Reglers sieht er die Totzeit nicht. Angenommen natürlich, dass alles exakt ist, ne? Was normalerweise nicht ist. Aber angenommen, dass alles exakt ist, sieht der Regler das nicht. Das ist die Idee dieses Smith Compensator. Der Smith war übrigens Professor in Berkeley und ist gestorben vor nicht zu langer Zeit, obwohl das sehr alt ist, also wird 1958, aber er ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Ist dann noch mit über 90 in Vorlesungen gekommen und so, war also zumindest geistig aktiv noch bis kurz vor seinem Tod. Wir haben jetzt hier wieder den Totzeitkompensator, und wir schauen jetzt an,
mit dieser Kompensation, was ist die Übertragungsfunktion zwischen y und r, und das ist diese Übertragungsfunktion hier. Und wir sehen das Folgende, wir sehen das bestätigt, was wir von dieser geometrischen Argumentation gemacht haben, nämlich diese Übertragungsfunktion hat, wenn wir uns den Nennerpolynom anschauen, das Nennerpolynom, das ausschlaggebend ist für die Stabilität des Regelkreises, steht das Nennerpolynom 1 plus dg keine Totzeit. Das heißt, für die Auslegung von d, für die Stabilität und so weiter, gibt es keine Totzeit in Betrachtung des Nennerpolynoms. Auf der anderen Seite, wenn wir die Übertragungsfunktion zwischen y und r anschauen, natürlich ist diese Totzeit noch immer da, sie muss da sein, es ist die Verzögerung im System und ich kann nicht einen Solwert verändern sofort, wenn es eine Totzeit von Lambda-Zeit-Elementen gibt, egal welchen Regler ich habe. Also das ist diese, also das Smith-Kompensator. Und wir werden jetzt anschauen, wie das funktioniert, zum Beispiel. Einfach die Anwendung dessen, was ich Ihnen da gerade gesagt habe. Wir haben diese Totzeitkompensator, wir haben eine Strecke hier, die hat eine Totzeit, also erster Ordnung und Totzeit. Wir nehmen einen einfachen PI-Regler und wir schauen an die Antwort des Systems, wenn wir die Verstärkung in diesem PI-Regler vergrößern. Und Sie sehen hier, das ist wunderbar, wenn wir die Verstärkung vergrößern, also wenn K von 1 nach 10 vergrößert wird, verändert sich die Antwort so. Das heißt, wir kriegen praktisch für große K eine sofortige Antwort, aber Sie müssen berücksichtigen, eine sofortige Antwort nach der Todzeit. Das ist das Beste, was Sie machen können. Es dauert ein Zeitintervall, dann geht es praktisch, wenn Sie wollen, hier direkt auf den Sollwert. Das heißt, im Prinzip, wir können es beliebig gut machen, die Regelung, beliebig gut, aber sie wird immer beschränkt sein, die Qualität, durch diese Totzeit. Aber wir können nahe an diese Grenze herankommen mit diesem Smith-Kompensator. Wenn Sie sonst versuchen, einen PI-Regler auszulegen für dieses System, dann bekommen die Schwingungen und so weiter. Hier sehen wir, bekommen wir eine sehr klare, gute Antwort. Was ist jetzt das Problem oder was müssen wir anschauen? Also in dem Beispiel, wir schauen uns jetzt das Bode-Diagramm des offenen Kreises an. Also das ist jetzt PD' und D' sollte ich vielleicht noch betonen, ist dieser gesamte Kompensator, das hier ist D'. Also das ist mein neuer Regler. Dieses blaue Element ist mein Regler. Der Regler ist natürlich zwei Teile, PI-Regler plus diesen Kompensator, aber D' ist mein effektiver Kompensator. Wenn ich also jetzt den Loop-Gain anschaue, für dieses PD', warum? Weil alles Low-Pass ist und dann sehen wir die Phasenverzögerung und wir können das wieder anschauen, wenn jetzt K gegen unendlich geht, kriegen wir also die höhere Antwort hier und da hier genauso K gegen unendlich kriegen wir den oberen, verändert sich etwas, aber wie wir sehen von diesen Kurven, wenn wir jetzt K von, 1 bis 10 oder 1, 3, 10, 1, 3, 10 verändern, also es wird kleiner und kleiner und es gibt sich dann auch für unendlich ein asymptotisches Verhalten und für unendlich können wir dann ablesen, dass in dem Fall Omega C Lambda, also dieser Frequenzbereich, wo wir die Durchtrittsfrequenz haben, also dass da hier 1 hier, 1, das Omega C, das wir definieren, wenn hier oben 1 ist, das würde den Frequenzbereich definieren, 0, 1, das da hier definiert, das Omega C. Omega C. Hier, das ist das Omega C, wo der Frequenzgang 1 ist. Wir werden sehen, dass, wenn wir das genau anschauen, können Sie sehen, dass Omega C Lambda exakt gegen Pi Drittel geht. Und das heißt, dass daher der Phase Margin nach 60 Grad wird. Und den Gain Margin können wir dann auch ablesen, also wenn dieser Frequenzgang hier 180 ist,
dann wäre die Amplitude hier genau 1/2. Das heißt, im Prinzip haben wir für so eines Mispredictor mit diesen Einstellungen auch für K unendlich scheinbar extrem gutes Verhalten, wenn ich das Verhalten an Gain Margin und Phase Margin messe. Okay? Ich habe Ihnen gesagt, vor drei Wochen, dass Gain Margin und Phase Margin ein Maß sind, die Regelgüte, Robustheit und so weiter bestimmen. Und in dem Fall ist das Maß gut. Phase Margin ist 60 Grad, Gain Margin, das heißt, meine Verstärkung könnte ich verdoppeln, meine Verzögerung könnte ich um 60 Grad erweitern und ich hätte noch immer Stabilität des Systems. Das heißt, nach diesen Maßen schaut das System und dieser Entwurf sehr gut aus. Jetzt das Problem ist, wir werden da sehen, dass diese Maße nicht gut sind für so einen Regler. Und Sie können sich erinnern, ich werde das jetzt noch fertig machen daher. Ich habe Ihnen gezeichnet so einen Nyquist-Plot, der so ausgeschaut hat, wo ich gesagt habe, hier kann Gain Margin unendlich sein, Phase Margin auch unendlich. Es wird anscheinend nie den Punkt minus 1 überkreuzen, aber obwohl wir sehr nahe in dem Punkt 1 sind. Das heißt, ich habe Ihnen gesagt, dass dieses System ein Beispiel, ich habe das nur so hingezeichnet, ein Beispiel für Gain Margin und Phase Margin nicht sinnvoll sind. Und genau das ist hier in einem konkreten Fall an diesem Smith-Predictor der Fall. Also hier ist es nur, was gezeichnet ist, y ist gleich t über r. Und was Sie hier sehen, wenn Sie das t anschauen, wie man das vorher diskutiert, das t wird immer besser. Für jedes k wird das t besser. Und es scheint so, wenn Sie also die Bandbreite nach t bestimmen, können Sie eine unendliche Bandbreite haben, weil am Ende gibt es nur eine Verzögerung und die Amplitudenreserve ist 1. Okay? Das heißt, was das hier demonstrieren soll, ist Bandbreitebestimmung aufgrund von t ist sinnlos, weil es bedeutet nicht viel bezüglich der wirklichen Qualität der Regelgüte. Auf der anderen Seite hier können wir uns die Funktion S anschauen. Also das ist jetzt die Sensitivität. Und wir können schauen, wenn die Sensitivität 1 ist. Das heißt, wenn die Sensitivität zuerst diesen Punkt überschneidet. Und wir sehen, dass wir hier die Bandbreite verschieben kann. Wenn wir jetzt K vergrößern, wird diese Bandbreite immer größer. Aber auch wenn wir K unendlich machen, ist die Bandbreite beschränkt. Und zwar würden wir sehen, dass bei K unendlich die Bandbreite ungefähr Pi über 3 ist ungefähr 1, also 1 über Lambda geht. Das heißt, auch für den besten Regler, die Bandbreite, ganz egal wie gut der Regler ist, ist auf 1 über Lambda beschränkt, ungefähr. Also genau gesagt, Pi über 3 über Lambda, das ist der exakte Wert. Und hier sehen wir, also, diese Beschränkung, die sich durch die Todzeit ergibt, unabhängig vom Regler. Und als Weiteres, als Abschließendes für das ein Beispiel, was heißt diese Gain Margin unendlich, Phase Margin, Gain Margin 2, Phase Margin 60 Grad? Er bedeutet wenig in dem Fall. Wir haben hier also einfach eine Simulation gemacht, wenn wir dieses Lambda, diese Todzeit, wenn die nicht exakt ist, sondern hier, wenn ich die um 25% vergrößere, in dem Fall mit einem bestimmten K ist gleich 10, dann wird das System instabil. Das heißt also, ich muss andere Bewertungen anschauen als Gain Margin und Phase Margin, um den Regler in diesem Fall zu bewerten. So, machen wir jetzt Pause und dann damit ist also diese Diskussion über die Nicht-Minimalphasen beendet und wir schauen uns dann den Einfluss von Stellgrößenbeschränkungen an nach der Pause. Nächstes Thema ist, wie gehen wir mit Beschränkungen um? Wie ich es einleitend gesagt habe, Beschränkungen heißt in unserem Fall hier für diese Diskussion Beschränkungen in der Stellgröße. Weil da weiß ich, dass ich immer Beschränkungen habe in jeder physikalischen Situation. Jetzt kann es sein, dass ich meistens nicht in die Beschränkungen hineingehe, dann kann ich das Ganze vergessen hier. Und dann gibt es andere Situationen, wo ich sehr oft
an die Beschränkung, in die Beschränkung hineinkomme, weil der Aktuator relativ klein ist, relativ zur Regelaufgabe. Und dann ist es wichtig, diese spezielle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wenn die Stellgröße in diesen Bereich hineinläuft. Das ist jetzt hier nur dargestellt in diesem Blockdiagramm. Sie sehen den blauen Block, das ist der Block für die Beschränkung. Also ich habe eine Übertragungsfunktion 1 hier zwischen 1 und dann natürlich außen, außerhalb hier geht es dann nur, wenn ich UC hineinschicke und U herauskommt, ist das beschränkt auf ein, also beschränkt auf ein U Max und hier unten beschränkt auf ein U Min. Das ist also meine Beschränkung in diesem Blockdiagramm, die ich eigentlich immer habe. Was ist das Problem jetzt? Wenn ich in diese Beschränkung hineinlaufe, wenn der Aktuator sättigt, natürlich der Fehler ist nicht null und das heißt, dieser Integrator KI über S wird weiter integrieren den Fehler. Das heißt, er wird sich aufdrehen, wind up, dieser Integrator und der Term in dem Integrator wird immer größer werden, dieses UC, aber was herauskommt und effektiv zur Strecke hingeht, das U bleibt gleich. Und dann wird es lang dauern wieder, bis der Integrator wieder heruntergeschraubt ist auf Normalfall. Und dadurch sehen Sie, intuitiv kann es zu schlechten Regelverhalten kommen, aufgrund dieser Sättigung. Und natürlich kommt es zum schlechten Regelverhalten, weil dieser Integrator, der Regler, nichts über die Sättigung weiß. Der Regler schickt ein Signal UC aus und weiß nicht, dass es diese Sättigung gibt und natürlich ergibt es sich dadurch ein schlechtes Verhalten. Und daher die Idee ist, irgendwie wollen wir diesen Integrator abstellen, dass er nicht weiter integriert, sobald die Stellgröße in die Sättigung geht. Und da gibt es unzählige Methoden und probieren und wie man das machen kann und was am besten ist und wie man das einstellt und so weiter. Das sind die Leute, die sich, das ist mehr oder weniger Trial and Error. Das meiste ist nicht fundiert auf einer Theorie, was ist jetzt besser, wie stellt man es ein und so. Daher stelle ich hier nur ein Verfahren vor, das ist eine Idee, wie man das macht. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt moderne Optimierungsverfahren, Regler verwenden, so zum Beispiel wie prädiktive Regelung, dann macht das automatisch in allen Fällen. Wir brauchen nichts herumdrehen, wir brauchen nichts einstellen. Aber wenn wir kleine, einfache Probleme, dann können wir es über diese Anti-Wind-Up-Systeme lösen. Übrigens, jede Software, die einen PI-Regler implementiert hat, von einer Firma, die halbwegs vertrauenswürdig ist, hat automatisch so ein Anti-Wind-Up drinnen im Algorithmus. Wenn das nicht ist, dann können Sie das gleich in den Mist werfen und sagen, die verstehen nichts von irgendeiner Regelung. Da hat vielleicht irgendeiner, der weniger Vorlesung hatte als Sie, hat so einen Algorithmus hineingeschrieben und es verkauft. Also jeder kommerzielle PI-Regler sollte einen Anti-Wind-Up-Algorithmus implementiert haben automatisch. Und Sie sollten sich eigentlich nicht darum kümmern müssen. Das ist nur Erklärung, wie es funktioniert. Okay. Was ist jetzt die Idee? Die Idee ist, so einen Block einzuführen hier. Was macht der Block? Der Block ist eine Rückführung um diesen Integrator. Und die Rückführung, Sie sehen hier diese Rückführung in dem Bereich, solange UC zwischen den Grenzen ist, ist die Rückführung 0. Okay, da ist 0, diese Übertragungsfunktion. Und wenn jetzt UC über das U-Max oder über das U-Min herausführt, dann gibt es hier eine Rückführung mit einem KA mal diesen Wert. Okay, das ist also dieser Block. Nichts passiert, solange keine Beschränkung ist. Wenn Beschränkung ist, führt es dieses Signal UC
minus U max, natürlich nur die Differenz hier, wie Sie sehen, führt das zurück, multipliziert mit einer Verstärkung K. Jetzt das einmal das Postulat. Jetzt schauen wir uns an, wie das funktioniert oder wie wir es noch anders implementieren können. Sie können sich überlegen, dass das da hier macht genau das Gleiche, was die zwei Blöcke vorher machen, nämlich der Block von der Beschränkung und der Block von der Rückführung. Warum? Sie sehen hier Plus-Minus, also in dem Bereich hier, das, was hier herumkommt und das, was hier direkt hineingeht, in diesem mittleren Bereich ist das Gleiche. Das heißt, Sie kriegen hier als Ergebnis 0, genauso wie vorher. Darüber hinaus bekommen Sie diesen Teil und dann ist es multipliziert mit K. Also kann man sich überlegen, aber dieses Diagramm ist identisch dem Diagramm auf der letzten Seite und hat den Vorteil, dass Sie nicht wie auf der letzten Seite das hier als speziellen Block implementieren müssen oder modellieren oder in Ihrem Regler hineinstecken. Hat aber der andere Verfahren hier hat den Vorteil und Nachteil, dass Sie effektiv die implementierte Regelgröße messen und rückführen. Das heißt, Sie messen nicht, was der Regler hinausschickt, sondern Sie messen effektiv, was am System als Stellgröße implementiert ist. Und natürlich, wenn Sie eine Sättigung haben, gibt es einen Unterschied, das, was der Regler hinausschickt und das, was effektiv implementiert ist. Und der Unterschied wird dann benutzt, hier, um diesen Integrator abzustellen. Das ist die Idee. Okay, das hier ist jetzt spezielle Fälle. Also zuerst einmal, wenn der Regler nicht in Sättigung ist, dann funktioniert es wie so und jetzt wie sonst. Wenn der Regler in Sättigung ist, das heißt, was hier zurückgeführt wird natürlich, ist dann was? Ist entweder U-Max oder U-Min. Ne? Also nehmen wir an, zum Beispiel U-Max, also nicht da hier, Entschuldigung, sondern hier als Differenz wäre dann U-Max oder U-Min, je nachdem, auf welcher Ende der Beschränkung das Signal ist. Daher können wir jetzt das anschauen und hier ist das gezeichnet. Also hier führe ich zurück U-Max, Plus-Minus heißt U-Max oder U-Min, führe ich zurück. Nach dieser Sättigung ist ein konstanter Wert, wenn die Regelung in Sättigung ist, ist ein konstanter Wert, der hier hineingeht. Und jetzt kann ich natürlich die Übertragungsfunktionen berechnen. Ich habe jetzt einen Eingang hier in das System, ich habe einen Eingang hier in das System und ich habe den Ausgang hier. Das hat der Ausgang UC, der Eingang UMAX und der Eingang E. Okay? Das ist jetzt das Blockdiagramm, aber was natürlich nur stimmt in dem Moment, wo die Stellgröße in Sättigung ist. Wenn es heraus ist, dann schaut es anders aus. Aber wenn es in Sättigung ist, ist es so. Und insbesondere sehe ich dann zuerst einmal U-Max geht hier in eine Übertragungsfunktion hinein, die ist stabil. Das heißt, hier kriege ich einfach ein konstantes Signal. Und wenn ich hier das System anschaue, im Vergleich zu vorher habe ich jetzt keinen Integrator mehr drinnen, weil ich hatte hier einen PI-Regler. Zwischen E und U hatte ich von vorher einen PI-Regler. Das heißt, wenn E nicht 0 war, ist dieser Ausgang größer und größer geworden. Jetzt habe ich, wie Sie sehen können, einfach ein System erster Ordnung drinnen und nicht mehr einen Integrator. Also was hat sich geändert? Statt die Übertragungsfunktion zwischen Fehler und Eingang ins System, statt einem Integrator im unbeschränkten Bereich, habe ich jetzt eine erste Ordnung im beschränkten Bereich. Es gibt kein Wind-up mehr. Und das ist jetzt schon die Idee. Funktioniert, wie gut es funktioniert und so weiter. Das ist die einzige Theorie, die man machen kann, aber es ist eine Ableitung, die sagen wir, dass die Funktion plausibel macht. Hier ist jetzt ein Beispiel, nichts anderes als genau das implementiert, was ich Ihnen gesagt habe. Hier haben wir die Sättigung, hier haben wir diese Rückführung, hier haben wir diesen Fehler, hier dieser Fehler zwischen U-Max und dem effektiven, also U-Max und dem gewünschten Control-Wert. Die Strecke hier ist ein einfacher Integrator. Und wir verwenden einen PI-Regler, wie er hier dargestellt ist mit spezifischen Einstellparametern. Und hier ist es verglichen, das Verhalten. Das Verhalten, wenn wir keine
Enter-Wind-Up haben, also wenn wir nur einen PE-Regler haben und wenn wir das Enter-Wind-Up haben und was Sie jetzt hier sehen an der Stellgröße, ohne Enter-Wind-Up hier, sättigt die Stellgröße und bleibt lange in Sättigung. Mit dem Enter-Wind-Up bleibt die Stellgröße über kürzere Zeit, es wird nicht dauernd weiter integriert und dadurch gibt sich nicht dieses starke Überschwingen, wie es ohne das Enter-Wind-Up passiert, sondern es ist eine rundere Antwort. Jetzt, wie wähle ich KA, wie wähle ich den PI-Parameter, gibt es unzählige Literatur, Pröbeln und so weiter, wie man das machen kann, aber das ist das Grundprinzip. Und wie gesagt, bei jedem praktischen Regler muss so ein Enter-Wind-Up implementiert sein. Und das hier ist eine einfache Methode, das zu machen. Und oft ist es genügend, diese Funktion. Und wie gesagt, dann gibt es viele Variationen von dem, die in bestimmten Fällen manchmal besser sein können. Das andere, was Sie berücksichtigen müssen, ist, dass wenn Sie ein System haben, also hier ist es ein spezielles System, nämlich ein System, das unstabil ist, dann natürlich, wenn der Aktuator gesättigt ist, dann wird das System nicht mehr geregelt und dann ist es intuitiv selbstverständlich, dass das System weglaufen wird, das heißt instabil werden wird. Und das ist einfach illustriert durch dieses Beispiel. Natürlich, Sie müssen, wenn das System instabil ist, müssen Sie immer schnell mit dem Regler reagieren, um sozusagen das System, das weglaufen will, wieder zurückzuholen. Wenn jetzt der Regler der Stellgröße plötzlich sättigt, ist das System entkommen und es wird instabil. Hier die Simulationsbeispiel, Regler eingestellt ohne Sättigung. Im zweiten Fall wieder nur Simulationsillustration ohne Sättigung und jetzt zwei Fälle mit Enter, Wind-Up und Wind-Up. No Enter, Wind-Up sehen Sie hier diese nicht gezeichnet, diese zunehmenden Schwingungen und Sie sehen, dass vom Regler her der einfach zwischen den Grenzen, die Grenzen sind 0,5, oszilliert. Die Stellgröße und sich die Regelgröße mehr, größer und größer wird, da wir hier ein unstabiles System haben. Also das hier Beispiele mit Wind-Up, mit das Durchgezogene, ist, kann der Regler auch ohne weiteres trotz diesen Grenzen, zumindest von diesen Anfangsbedingungen her, stabil gehalten werden. Wie gesagt, das ist eine Erweiterung der Regelungsstruktur, um Stellgrößenbeschränkungen zu berücksichtigen, die immer vorhanden sein soll. Und meistens einfache Methoden, wie wir sie hier vorgestellt haben, genügen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut, wenn nicht, dann kommen wir zu zwei andere Methoden. Wie gesagt, nächste Woche werden wir erweitern die ganzen Regelungsstrukturen und mehr als einen Eingang und mehr als einen Ausgang berücksichtigen, also wahrlich mehr variable Regelsysteme. Und in dem Fall hier machen wir kleine Schritte in diese Richtung. Im ersten Fall hier berücksichtigen wir mehr als eine Messung. Jetzt warum, was ist die Idee? Wenn Sie hier oben das Blockdiagramm anschauen, hier ist also das Typ, wenn wir also nur das System anschauen. Dann haben wir ein System mit einer Störung. Das ist angenommen, wir haben eine Störung W, eine Störgröße und die tritt in das System ein und beeinflusst den Ausgang mit einer Übertragungsfunktion GW. Also hier haben wir sozusagen zwei Eingänge ins System, einen Eingang U natürlich da hier, den wir wie üblich verstellen, das ist unsere Stellgröße, aber zusätzlich habe ich eine Störgröße, die den Ausgang des Systems beeinflusst. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, was passiert, wenn jetzt diese Störgröße angreift. Wenn diese Störgröße angreift, passiert erst was, wenn sich diese
Ausgangsgröße, die Regelgröße, wenn sich die verändert. Wenn sich die Regelgröße verändert, dann wird der Regler D aktiv und verstellt die Stellgröße. Das heißt, es muss zuerst schon was Schlechtes passieren, bevor der Regler das bemerkt und eingreift. Als Alternative gibt es immer wieder Fälle, wo sagen, ich weiß, dass eine Störung kommt, ich kann diese Störung messen und wenn ich es messen kann, kann ich bereits vorher korrigieren, bevor die Störgröße effektiv meine Ausgangsgröße Y verändert. Das ist die Idee. Wenn ich voraussagen kann, dass das Wetter wieder schlecht wird, hoffentlich nicht, dann kann ich schon heute mit dem Heizen beginnen und morgen werden sie nicht frieren. Okay? Das ist gewissermaßen die Idee. Das heißt, wenn Sie wissen, wenn Sie die Störung wissen vorher, können Sie dem Einfluss vorbeugen und Sie müssen nicht zuerst ein kaltes Haus haben, bevor es korrigiert. Jetzt die Frage natürlich ist genau diese Übertragungsfunktion DF, weil diese Übertragungsfunktion DF nimmt die Messung der Störung W und verstellt aufgrund dieser Störungsmessung die Stellgröße U. Und die Frage ist jetzt, wie sollen wir DF wählen? Und das ist sehr einfach, wir schauen uns einfach nach diesem Blockdiagramm an, was ist die Übertragungsfunktion mit dem DF zwischen W und Y. Da hier ist W, da hier ist Y, also Y ist beeinflusst einerseits von R, das ist die normalerweise dieses dg über 1 plus dg, diese Übertragungsfunktion hier. Und dann das zweite ist diese Übertragungsfunktion fürs W und das wäre die zwei Einflüsse. Und die zwei Einflüsse sind einerseits gw von W und da hier ist der Einfluss über das DF. Und natürlich das übers GF, es tritt in den Loop ein und daher haben Sie wieder diesen Nenner 1 plus dg. Also das ist abgeleitete Übertragungsfunktion für dieses etwas komplexere Blockdiagramm hier oben. Wir möchten uns jetzt auf diesen Teil konzentrieren und wir möchten natürlich den Einfluss von W auf Y 0 machen. Um das 0 zu machen, ergibt sich ganz einfach DF ist minus GW über G. Und in dem Fall hätten wir die Störgröße ideal kompensiert, ohne dass wir jemals Änderungen in der Ausgangsgröße Y sehen. Das ist jetzt der Idealfall, aber jetzt dieses minus GW über G ist ideal und die Frage ist jetzt, wann können Sie diese überhaupt implementieren? Normalerweise können Sie nur implementieren, wenn sie zuerst einmal stabil ist. Warum stabil? Weil wenn dieses DF hier, unstabil ist, ne, dann ist der ganze Regelkreis unstabil, weil dann haben sie einen unstabilen Eingang in das System und kein Regler kann das kompensieren. Also DF muss stabil sein. Und das Zweite, es sei denn, Sie haben, so wie ich es in einem Beispiel gesagt habe, eine perfekte Wettervorhersage. Normalerweise können Sie oder meistens können Sie die Störungen nicht vorhersagen in irgendeiner Instrument, in einer Maschine oder was immer. Und daher eine Prädiktion in diesem Glied DF ist nicht möglich. Das heißt, eine E hoch plus Lambda S, das heißt, das wäre also eine Prädiktion im Gegensatz zur Verzögerung, eine Prädiktion ist nicht möglich im DF. Das sind also die zwei Gründe, warum das Ideale nicht möglich ist. Hier sind jetzt die Bedingungen für das Gesamthaft, für diese Feed-Forward oder, also das heißt entweder Störgrößenaufschaltung für ganz normal, wie es die Struktur vorschlägt, oder in Englisch das Feed-Forward Control oder Disturbance Compensation ist in dem Sinn. Jetzt, was sind die Bedingungen, dass man das machen kann? Zuerst natürlich
diese Störgröße muss man irgendwie messen können oder vorhersagen können. Ja, das ist das Erste. Das Zweite wiederum, D ist minus GW über G, das heißt GW und G müssen beide bekannt sein. Das heißt, ich muss nicht nur die Störgrößen messen können, sondern muss auch wissen, die Übertragungsfunktion zwischen Störgröße und meinem Systemausgang. Das heißt, ich muss nicht nur die Wettervorhersage kennen, sondern muss auch wissen, wie Temperaturen außen die Temperatur hier innen beeinflussen. Auch das muss bekannt sein. Das wäre diese Übertragungsfunktion GW. Natürlich, wenn ich jetzt in diesem Beispiel das GW und das G nicht genau sind, bekannt sind, dann wird das nicht null werden. Und wenn das kann also auch, wenn es nicht bekannt ist, noch schlechter werden, als wenn sie es nicht messen. Ne? Das heißt, sie kompensieren irgendwas, was sie, das sie nicht genau verstehen und daher die Kompensation kann das die ganze Sache verschlechtern. Letzte, was ich gerade vorher erklärt habe, die Übertragungsfunktion muss realisierbar sein, das heißt, sie muss stabil sein und im Allgemeinen keine Vorhersage machen, also keine Nullstellen in der rechten Halbebene. Wenn ich die Nullstellen in der Halbebene, wenn ich dann G invertiere, dann hätte ich Pole in der rechten Halbebene, dann hätte ich Instabilität. Und genauso, wenn die Totzeit GW im System kleiner ist als die von der, Entschuldigung, größer ist als die von der im System G größere Totzeit hat als GW, dann würde ich Prädiktion brauchen und normalerweise in meisten Fällen kann ich es nicht machen. Beispiel hier, wir haben also angenommen eine Übertragungsfunktion G mit einer Nullstelle in der rechten Halbebene. Wenn ich jetzt DF ist GW über G, das heißt diese Nullstelle in der rechten Halbebene, diese Nullstelle kommt hier, das hier wäre das hier ist 1 über G. Das heißt, ich bekomme da hier eine Nullpolstelle in der rechten Halbebene und daher ist dieses DF instabil. Jetzt, was kann ich machen, was soll ich machen? Die Regel, und es ist nicht eine Regel, sondern es hat auch bestimmten optimalen Charakter. Die Regel ist, wie kann ich jetzt dieses unstabile Element DF durch ein stabiles approximieren? Und die Approximation von dem minus S plus 1 Pol in der linken, rechten Halbebene ist Approximation, dass ich spiegle und den Pol genau in die linke Halbebene setze, gespiegelt in der Imaginärachse. Das heißt, ich verwende statt dem minus S plus 1, verwende ich ein S plus 1. Jetzt, warum diese Wahl? Man kann das herleiten mit nicht zu viel Aufwand. Diese Wahl macht das Folgende. Wenn Sie jetzt einen Stufeneingang haben in diese Störgröße, dann ist diese Wahl die optimale Approximation vom Fehlerquadrat. Das heißt, es ist diese Spiegelung, die hier einfach so als Ergebnis dargestellt ist, ist effektiv die optimale Kompensation, wenn Sie anschauen, was ist das Fehlerquadrat, das Sie erzeugen, und das gibt Ihnen das minimale Fehlerquadrat integriert für eine Sprungänderung in der Störung. Das wäre also für den Fall einer Nullstelle in der rechten Halbebene. Das Zweite ist jetzt, wenn ich Totzeiten habe, ich habe eine Totzeit in der Störung, ich habe eine Totzeit im System. Wir sehen aber, die Totzeit im System ist länger. Das heißt, das System dauert länger, bis es reagiert auf eine Stellgröße, als die Störgröße durchgeht. Also hier nur mit einer sagen wir Sekunde und das System mit 2 Sekunden. Daher wiederum, wenn ich jetzt wenn ich das DF ableite, dann kriege ich hier E hoch minus S durch E hoch minus 2S, gibt mir das E hoch plus S. Das heißt, es sagt, ich müsste eine Prädiktion machen um 1 Sekunde für das DF. Normalerweise kann ich das nicht. Was ist jetzt die optimale Approximation nach denselben Kriterien wie vorher? Die optimale Approximation in dem Fall ist,
die Prädiktion weglassen, das heißt e hoch plus 1 weglassen und den Rest implementieren. Ist jetzt das Beste immer? Nein, es hängt ab genau von der Art der Störgröße, aber für eine sprunghafte Änderung der Störgröße ist das mit dem Integralsquadratfehler die optimale Approximation. Gut, das ist alles, was es zu sagen gibt für die Feed-Forward-Kompensation. Wir können jetzt noch Beispiele anschauen, aber gibt es dazu Fragen? Bitte. Ich verstehe noch nicht ganz, warum das DF mit der Verzögerung nicht realisierbar ist. Es ist nicht realisierbar, wenn Sie nicht die Störgröße voraussagen können. E hoch plus S würde es heißen, dass Sie die Störgröße, sagen wir, eine Sekunde vorher wissen, bevor sie passiert. Es gibt sicher Situationen, wo das möglich ist, aber im Allgemeinen ist es nicht möglich. Das heißt, Sie können zum Beispiel eine Prozessanordnung haben, wo Sie eine Störung hier irgendwo sehen, die dauert sehr lange, Sie wissen noch, bevor sie kommt, Sie können es vorhersagen. Also das heißt nicht immer, aber wir brauchen eine effektive Prädiktion und das ist nicht immer möglich. Hier sind so von der Verfahrenstechnik zwei Beispiele, um das einfach physikalisch durchzudenken. Hier wird also, was wird gemacht? Wir haben hier Verdampfung von Wasser, kommt hier in den Tank zugeführt, wird erwärmt und Dampf kommt heraus und Sie wollen das Niveau in diesem Kessel regeln. Das heißt, wenn das sinkt, wollen Sie das Ventil öffnen und das wird durch diesen Regler gemacht. Jetzt, was ist das Problem? Dieser Flüssigkeitsstand wird sich erst ändern. Also wenn ich zum Beispiel hier mehr Dampf abziehe, muss ich zuerst den Flüssigkeitsstand ändern, dann führe ich wieder Flüssigkeit zu. Hier ist dieser Feed-Forward-Controller. Der Feed-Forward-Controller misst effektiv, wie viel Dampf ich herausnehme. Und bevor das überhaupt den Flüssigkeitsstand verändert, öffnet oder schließt es das Ventil. Also das ist diese Idee dieser Feed-Forward-Regelung. Die Störung hier wäre Abzug von Dampf. Und hier, um auf Ihre Frage einzugehen, es kann sein, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich den Dampfabfuhr vergrößern werde, weil das meine Betriebsbedingungen vorschlagen, dass ich es in einer Viertelstunde was immer vergrößern werde. Dann könnte ich genau das machen, kann ich auch die Prädiktion machen, wenn ich das weiß. Dann hier ist eine weitere Sache mit einer Kombination von den beiden. Hier habe ich einerseits die Rückführung des einen, die eine Kompensation, also das ist die Rückführung hier, messe den Flüssigkeitsstand, reguliere die Zufuhr und zweitens habe ich den Feed-Forward-Controller, also die Störgrößenaufschaltung hier vom Dampfkombination der zwei vorhergehenden Strukturen. Und das ist auch normalerweise, wie ich die Anwendung hätte, einerseits mit Feedback und andererseits mit Feedforward kombiniert. Gibt es dazu Fragen? Überall angewendet. Jeder Anwendungsbereich, Standardkompensation, insbesondere auch verwendet, bei Sollwertänderungen, wenn ich Sollwertänderungen vorher weiß, zum Beispiel kann es in der Robotik, wenn ich verschiedene Bewegungen ausführen will, dann brauche ich nicht nur den Fehler zur Wunschbewegung messen, sondern ich kann effektiv sofort die Stellgröße verändern, dass die Bewegung gemacht werden, dann nur durch Feed-Forward und dann nur nachträglich kompensieren. Jetzt Kaskadenregelung. Was ist hier die Idee und wiederum das überall verwendet? Hier haben wir es mit einer Zwei-Schlaufen-Kaskadenregelung. Sie sehen hier zwei Schlaufen. Sie können da nicht nur zwei haben, Sie können vier haben, fünf haben in typischen Anwendungen. Was ist jetzt die Idee? Die Idee ist, dass ultimativ wollen Sie, ist das Regelziel Y2 zu regeln. Das ist mein Ziel, was Sie wirklich brauchen als Regelung.
Und das Y2 natürlich regeln auf dem Wert vorgegeben auf R2. Was Sie jetzt machen hier, Sie sagen, ich habe jetzt aber eine zusätzliche Größe zu messen. Und durch diese zusätzliche Größe Y1 kann ich erfassen, insbesondere was zum Beispiel eine bestimmte Störgröße, welchen Einfluss eine bestimmte Störgröße hat auf das System. Und ich muss nicht warten, bis dieses W1 sich manifestiert im Y2, sondern ich kann diese Störgröße nicht direkt messen, aber ich kann den Einfluss der Störgröße indirekt messen auf der Einfluss der Störgröße auf diese Größe Y1. Und ich kann dann eine zusätzliche Schlaufe einführen, die mir das Y1 ausregelt, schon sofort nach Eintritt der Störgröße. Also die Annahme ist von meiner Erzählung hier, dass dieses G2 hier ist langsam im Vergleich zum G1. Langsam, das heißt, dieses W1 wird lange dauern, bis es zum Y2 geht, aber es dauert nur kurz im Vergleich, um das Y1 zu beeinflussen. Das ist eine Grundannahme hier, Bedingung, G2 muss langsam sein im Vergleich zu G1. Jetzt, was mache ich bezüglich der Regler-Auslegung? Das heißt, Sie machen zuerst einmal einen Regler für diesen inneren Regelkreis. Sie sagen, ich habe ein Y1, das ist so eine Hilfsregelgröße, die ich eigentlich nicht als Regelziel habe, sondern das ist ein künstliches, zusätzliches Regelziel. Und ich baue mir einen Regelkreis mit D1, der diese Regelkreisgröße Y1 ausregelt. Und dann habe ich darum herum einen zusätzlichen Regelkreis, der mir effektiv den Sollwert dieser zusätzlichen Regelgröße Y1 vorgibt. Ich weiß nicht, was dieser Sollwert sein soll. Dieser Sollwert wird durch einen zusätzlichen Regler D2 vorgegeben, aufgrund des Fehlers zwischen meiner tatsächlichen Regelgröße Y2 und dem Sollwert R2. Das heißt, ich habe jetzt zwei Schlaufenregler. Einerseits innen eine schnelle Regelung, die mir dieses Y1 ausregelt, und dann darum herum einen zweiten Regelkreis, der mir den Sollwert für den inneren Regelkreis ausrechnet. Das ist hier, was beschrieben ist. Jetzt noch bezüglich der Nomenklatur. Dieser innere Regelkreis wird Inner Loop, Secondary Loop, Slave Loop genannt. Und der Außerregelkreis, Outer Loop, Primary Loop, Master Loop. Das ist die normale Nomenklatur. Jetzt, wie lege ich D1 und D2 aus? Ist sehr einfach eigentlich, in einem Zwei-Schritt-Verfahren. Zuerst mache ich das D1 für den inneren Loop. Hier D1 fange ich an. Dann bekomme ich diese Übertragungsfunktion. Und mit dieser Übertragungsfunktion dann, die kann ich dann nehmen als Kombination in einem zweiten Schritt. Zweiten Schritt ist mein System das hier. Und mit dieser blauen Funktion kann ich dann mein D2 ausregeln. Das heißt, ich muss zuerst einmal die Übertragungsfunktion D1 entwerfen und dann die Übertragungsfunktion für den roten Block ausrechnen. Und die Übertragungsfunktion, Sie können das gleich sehen, ist vorwärts D1 über D1 mal G1 über 1 plus D1 G1. Und das ist also dieser Term hier. Das ist jetzt der rote Term. Dieser rote Term, und dann weiters als zweiten Schritt kann ich es dann für den blauen Term machen. Der blaue Term von vorher. Gibt eigentlich nichts dazu mehr zu sagen, außer
dass meistens Entwurf des inneren Reglers, oft ist der innere Regler so schnell, dass wir annehmen können, dass das ganze rote Glied der innere, dass das perfekt ist, das rote Glied. Das heißt, ich kann Y1 gleich R1 annehmen. Bitte. Wenn, absolut, Sie können Feed-Forward-Controller immer zusätzlich einbauen. Hier für dieses Verfahren ist nicht angenommen, dass Sie irgendeine Störgröße messen können. Hier. Im Unterschied zum Feed-Forward müssen Sie das W1 und W2 messen können. In meinem Fall habe ich einfach angenommen, da ist ein W1, aber das kann auch was anderes sein. Das kann auch eine Ungenauigkeit im Plant sein und so weiter. Ne? Also zum Beispiel, also ein typisches Beispiel wäre das folgende. Sagen wir, wir gehen diese Kaskadenregelung wird sehr oft verwendet bei Aktuatoren. Jetzt, wenn ich so einen Aktuator habe, also hier in diesem Beispiel so ein Ventil, dann hat das oft ein sehr kompliziertes Verhalten. Das heißt, es ist nicht linear, es hat Totzeit drinnen und so weiter. Daher, was ich meistens in dem Fall mache, ich mache einen Kaskadenregler, der dieses Ventil hier kompensiert, und das heißt so Positioner, der misst die Ventilposition, hat einen Regelkreis und verstellt die Ventilposition, um einen bestimmten Durchfluss zu erreichen. Das heißt, ich habe einen kleinen Regelkreis hier drinnen, aber ich habe dann Beispiele später für andere Fälle, dass das hier auskompensiert. Aber es benutzt nicht Wissen der Störgröße, das ist der Hauptvorteil hier. Hier mal schauen. So. Hier sind zwei Beispiele. Eins ist in diesem Heizofen-Beispiel. Was jetzt die Idee? Das wäre bei einer Produktionsanlage, dass ich hier, oder Sie können es auch annehmen, zu Hause Ihre Gasheizung, ganz genauso, wäre, dass ich hier Gaszufuhr habe. Das wäre jetzt bei der Hausheizung, wäre das hier nicht Öl, sondern Wasser. Und dass ich hier das Wasser aufheizen will und das fließt dann in den Rest des Gebäudes. So können Sie sich das vorstellen. Und natürlich, was ich machen werde, ich werde die Wassertemperatur ist vorgegeben und die Wassertemperatur kann ich messen und entsprechend der Wassertemperatur werde ich den Gaszufuhr mehr oder weniger vergrößern, verkleinern. Zu Hause ist es nur ein Aus. Hier angenommen, ich kann das effektiv quantitativ also verändern. Jetzt, was kann passieren? Vielleicht weniger bei der städtischen Erdgasleitung, aber sonst im Prinzip bei großen Verbrauchern, dass sich jetzt zum Beispiel der Druck von diesem Gas, der Gasdruck verändert. Ne? Wenn jetzt dieser Gasdruck absinkt, dann bei gleicher Ventilöffnung fließt weniger Gas hinein und es wird jetzt weniger geheizt und ich werde das merken und muss dann wieder kompensieren, um den Sollwert zu erreichen. Jetzt die Idee von dem Prinzip ist, dass ich effektiv den Druck messe, einen kleinen Regelkreis habe, der immer den Druck dann regelt an diesem umkreisten Ort. Und das Ventil immer so einstellt, dass der Druck dort gleich ist, auch wenn sich der Gasdruck in der städtischen Anlage verändert. Und das wäre jetzt dieser innere Slave Loop und außen wird dieser Druck, der gewünschte Druck hier vorgegeben über diesen Regelkreis, der effektiv die Temperatur des Wassers misst. Also wenn die Temperatur sinkt, wird der Druck verstellt und der Druck
wird dann geregelt über ein Sollwert des Druckes verstellt und der Druck wird dann beeinflusst über das Ventil. Hier würden sich im oberen Diagramm würden sich Druckänderungen auswirken, sofort schlecht auswirken, nicht sofort, sondern über Verzögerung auswirken auf die Wassertemperatur. Das ist ein Beispiel, das andere hier ist ähnlich, ich werde das jetzt nicht im Detail durchgehen, aber im Grunde genommen haben Sie zwei Teile, Innentemperatur von dem Heizmantel, Außentemperatur, Kühlmantel und Außentemperatur, die Kühltemperatur. Gleiche Idee, wiederum zwei Ebenen, wie gesagt, oft können viel mehr als zwei Ebenen implementiert sein, ein praktisches Beispiel. Guten Appetit!